Wisst ihr was? Ich würde hier gar kein Licht machen, weil es ist völlig krank. Es ist völlig krank. Das ist total strange hier. Auch die Schuhe da unten. Leute, hier steht einfach ein Krankenbett drin. Das stinkt, da geht er mal rein. Also, boah. Boah, ich muss hier raus. Ich kann das nicht. Meint ihr, Leute, der hat hier Fahrräder geklaut? Dunkel? In geheimer Mission? Yes. Aber schon viel zerkloppt hier, ne? Ja. Hier hängt auf jeden Fall ein Kalender von Januar 1970. Sag euch, dass ich hab so Schiss. Guck mal daneben. Oh Gott, nee, da geh ich nicht runter. Ich auch nicht. Über seinem Kopf ist auch eine. So, Leute. Nächste Location auf unserer Tour. Da vorne läuft ja noch der liebe Elbköppe TV. Und ja. Wir gucken uns jetzt noch ein verlassenes Haus an. Kann man da vielleicht noch erahnen. Oder schon erahnen. Da kommt sie. Hey, moin ihr Lieben. Schön, dass ihr auf unserem Kanal gelandet seid. Und jetzt heißt es, rein da! Let's go, wir haben Bock! Bock hat sie, Bock, guck! Bock. Motivation und das am Abend. Und hoffentlich wird dieses Ding jetzt richtig cool. Der da sagt, es wird eine 8 von 10. Wisst ihr was? Ich würde hier gar kein Licht machen, weil das ist richtig strange. Hier geht es besser noch. Hier stehen einfach nagelneue Zahnbürsten. Hier steht nagelneues Putzzeug. Das ist ganz merkwürdig. Hier die Treppe hoch steht Waschmittel. Ich finde das ganz strange hier. Die Briefe sind vom letzten Jahr, Anfang letzten Jahres. Ja, hier, pass mal. Wow. Und nur das. Das ist auch an. Ach du Scheiße. Es ist völlig krank. Es ist völlig krank. Das ist total strange hier. Auch die Schuhe da unten. Die Küche. Das ist die Suppe. Also Freunde, wir sind jetzt nochmal hier. Ihr seht es. Geht die Uhr alles durch? Alter, die Mikrowelle noch? Alter. Ist nicht zu. Pass mal auf, warte mal. Nee! Sogar der Ofen geht noch. Oh, mach den aus, wenn die Zeit drin. Alter, wie gefährlich ist das denn? Und geht der Kühlschrank noch? Nee, der ist aus. Ja, hier steht. Leute, hier steht einfach ein Krankenbett drin. Mit Toilettenstuhl. Dass jemand heilen macht, das damit kannst du erfahren. Ja, das hat. Das hat es nicht kaputt. Das sieht aus wie neu. Das hätte er mal zusammengeschraubt und hätte es dann hier stehen gelassen. Ich finde das ganz merkwürdig, ja, ganz merkwürdig. Das ist super merkwürdig. Oh, ey, ich stehe
einfach ein Krankenbett drin, Leute. So Leute, wir gehen mal nach oben, gucken, was uns hier oben erwartet. Außer eine Menge Waschmittel. Was ist da oben? Boah, Ruby. Hier gerade einen Lichtschalter, damit das nicht so auffällt. Hier ist keine Lampe. Hier oben liegt ein Schwimmer. Hier Boah, das ist das reinste Messi-Haus hier. Die kannst du auch nicht mehr tragen. Boah. Boah, guck mal hier. Oh, Alter. Das ist so krass. Hier steht das Wasser noch in der Spüle. Guckt euch mal diesen Wasserhahn an. Der ist komplett zugeschimmelt. Was ist da? Das stinkt, da geht er mal rein. Also, boah. Boah, hier riecht es aber richtig eklig. Hier liegt noch die Jogger. Boah. Peace, Fernand. Boah. Stinkt das. Stinkt so furchtbar hier. Das ist so Wahnsinn hier. Boah, ich muss hier raus. Ich kann das nicht. Wir müssen halt auch echt nicht vorsichtig sein hier. Wegen dem Licht. Ach, da sind sie doch. Frau Ludewig, das alte Luder. Frau Ludewig. Immer noch mal in den Keller. Und hier warst du alleine drin? Ja. Ich hätte mir in die Hose geschissen. So, meine Lieben. Die unterste Etage und oberste Etage haben wir soweit abgegrast. Hier stinkt es bestialisch drin. Aber der Strom funktioniert noch, wie ihr seht. Jetzt checken wir den Keller noch mal ab. So, Leute, ich brauche gar keine Taschenlampe. Alter, was ist das denn? Im Keller geht auch das Licht noch. Hier stehen überall Fahrräder. Jetzt glaube ich langsam, dass das hier ein Fahrraddieb ist. Und hier? Hier ganz viele. Weil hier schon wieder ein Fahrrad da ist. Alles Einmachglas. Das kann hier nicht mit rechten Dingen zugehen, Freunde. Boah, der Boden, Alter. Ja, der wackelt auch. Hier ist eine Ölheizung. Alter! Und hier geht's ja weiter. Aber die Fahrräder sehen auch alle noch relativ gut aus. Ja, hier ist noch ein Fahrrad. Denkt ihr, Leute, der hat hier Fahrräder geklaut? Hier ist auch eine Waschmaschine, die sieht auch relativ gut aus. Das gibt's nicht. Ja, eine Menge an Fragezeichen im Kopf. Was hat es mit diesem Haus auf sich? Wer hat hier mal gewohnt? Was ist hier passiert? Und was für eine tragische Geschichte steckt auch vielleicht dahinter? Wir haben gesehen, im Schlaf, im Wohnzimmer, ein Krankenbett. Das lässt schon mal darauf hindeuten, dass hier vielleicht eine kranke Person eine Zeit lang gewohnt hat. Aber was machen die ganzen Fahrräder im Haus?
ganz merkwürdig. Ist das vielleicht alles gestohlene Ware, also gestohlene Fahrräder, die hier jemand wieder fit gemacht hat oder so? Hat sich ein Obdachloser da vielleicht eingenistet und ein paar Monate, Jahre dort gewohnt? Man weiß es nicht. Ja, habt ihr eine Vermutung? Kennt ihr das Haus? Schreibt es gerne mal hier unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen zusammen darüber quatschen und rätseln. Und es gab auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu lachen, denn Gisela, wie sie lebt und lebt, hatte ein bisschen was vorzutragen. Genau, der Kaspar war im Haus. Ich würde sagen, seht es euch am besten selber an. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Kinder, seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit für unser Puppentheater? Ja. Dann will ich euch alle einmal hören. Ich werde von der Polizei befreit, wenn ich mich drehe. Hallo. Herzlich willkommen zu unserem Puppentheater. Heute kommt der kleine Kasperle mit seinem Freund Marvin. Bis gleich. So ihr Lieben, da bin ich. Euer kleiner Kasper. Nein, Spaß. Aber ein bisschen Spaß auf der Location muss sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen und könnt euch eine eigene Meinung über dieses Haus bilden. Für ein ganzes Video hat es leider nicht ganz gereicht. Deswegen haben wir beschlossen, noch eine kleine weitere Location, die wir an diesem Tag auch gefilmt haben, mit dazu zu nehmen. Seid gespannt, was euch da erwartet. Ich würde sagen, ihr schaut weiter und ich gehe ins nächste Abenteuer. Ciao! So Leute, dunkel, eine geheime Mission. Yes. Geht's los. Wir sind auf nächtlicher Expedition unterwegs, zusammen mit Elbkörper TV. Ja. Und gucken uns jetzt an. Es ist auf jeden Fall richtig gruselig, es ist dunkel und einfach nur unheimlich. Wir haben Bock. Habt ihr das auch? Let's go! Auf geht's! Aber schon viel zerkloppt hier, ne? Ja, das war auch vor einem Jahr noch ganz anders. Da liegt ein Töpfchen. Also hier, das ist ein Wohnzimmer. Und der Ofen. Sehr, sehr verwüstet alles, aber ja. Darum irgendwie spannend. Der Weg hier hoch war schon sehr, 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 sehr spannend. Hier steht noch die alte Mangel im Flur. Flüstern, weil wir direkt an einer Straße liegen, da einfach alles dunkel ist. Hier stehen sogar Gaskartuschen. Hier doch der Kohle, oder? Ja. Da ist auch oder so. Hier. Das Schlafzimmer. Safe, guck mal hier die kurzen und so. Ja. Tabak. Ja, guck mal, das hat einer abgehängt, so wie das aussieht. Ja. Hier ist jemand wo irgendein eigenes. Ja, die Plane hier auch. Sieht alles sehr danach aus. Wollen noch nicht lange hier in dem Raum bleiben. Wegen den Lampen. Gucken wir mal weiter. Safe, guck mal hier auf die Handtücher aufgehängt. Die hat sich safe eine eingenommen. Ich sag euch, dass ich habe
so Schiss. Guck mal da weg. Ich finde das so unheimlich. Hallo? Das ist der gleiche Raum. Ja, also hier ist auf jeden Fall ein Bad. Auch hier wurde wieder ein bisschen was abgehängt. Und ja, hier wird bestimmt mal einer sich, nachdem wir es hier verlassen haben, noch mal eingenistet haben. Ganz, ganz merkwürdig hier alles. So, hier stehen noch. Also diese XXL Marie-Würze hier. Das Schöne ist ja, Freunde, wenn wir erwischt werden, so schnell kommt hier keiner hoch. Das ist alles zugewuchert. Wir haben hier ewig gebraucht. Oh ja, das also von daher sind wir relativ sicher. So habe ich die Sache noch gar nicht betrachtet. Auch wenn ich das hier ganz gruselig finde. Das Haus ist gruselig, da bin ich echt bei dir. Hier geht's nach oben. Ja. Also diese, Leute, wer kennt noch? Wer kennt noch Frauenknast? Das die ja. Zeit sieht doch aus wie Walter, Alter, ohne Scheiß. Ernsthaft, wie Capri Karrenbauer. Das ist sie safe. Was ist das hier? Das ist sie safe. Ja, ne? Das ist echt geschrieben. Alter, was ist denn hier los? Mittlerweile ist das die ganze Wäsche da draußen. Die ist oben. 1967. Leute, hier ist alles voller Zeitung, Mann. Geisteskrank. Hier ist alles voller Zeitung. Von ich mal gucken. 66. Komplett verwüstet, Leute, komplett. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Das ist echt krass. Hier steht nur für eine alte Maschine. Ich weiß nicht genau, was man damit gemacht hat. Aber das ist schon Wahnsinn. Erdnusskerne, wie alt die sind. Safe, Mann. Leute, hier ist auch noch ein Raum. Aber hier ist halt alles wirklich extrem verwüstet. Ich kann euch gar nicht sagen, ob das für ein ganzes Video reicht. Ich denke, dass es vielleicht mit unseren Kurzvideos reinkommt. Keller, liebe ich sehe das schon überall. Dann hättest du oben nicht. Oh, verf.
verfickte Scheiße. Da gehe ich nicht durch. Alter, weißt du, was das ist? Guckt euch die mal bitte genau an. Könnt ihr das sehen? Nee. Das ist eine Wolfsspinne. Das sind diese. Das sind nicht die. Das, die sind nicht heimisch hier. Woran erkennt man das? Oh, du verfickte Scheiße. Da ist hier nicht auch noch eine. Die ist nicht schwarz. Siehst du das? Die hat hinten wie eine Kreuzspinne ein Kreuz aus. Siehst du das? Nee. Ich muss das ist eine Nosferatu-Spinne. Die sind hier nicht heimisch. Hier sehen Sie einen Menschen, der eine Spinne. Wo bin ich? Oh Gott, nee, da gehe ich nicht runter. Ich auch nicht. Oh fuck. Sind die giftig? Ja, die sind giftig, aber die, also nicht tödlich, aber giftig. Oh. Aber ich da sieht es eine Mini. Alter, hat die andere Spinne getötet? Wahrscheinlich, oder gehäutet. Boah, Digga, das ist so widerlich, Mann. Dann will ich die Scheiße auch wieder zurück, ne? Finde ich auch ganz krass, guck mal, hier ist sogar noch von der Dach. Da. Wo denn? Über dir. Genau. Da, wo ich hinleuchte. Ach, da. Ja gut, die ist nicht so schlimm. So. Oh, was sehe ich da in der Ecke? Ist das ekelhaft. Kann ich doch nicht hingucken. Alter, brauchen wir hier noch ein bisschen Fruchtoase? Hier stehen so eins, zwei Flaschen. Spinne. Nee. Echt wo? Hier sind ganz viele von denen. Ja, aber die sind alle gehäutet. Das sind nur noch. Ah, nee, guck mal da. Zwei Stück. Nee, da. Wie wäre das nicht mal aufgeschrieben? Hör auf, über deinem Kopf ist auch eine. Oh, aber die lassen sich nicht fallen. Guck mal, die haben hier überall. Oh, ich will hier raus. Da hinten ist aber auch noch was Cooles. Oder müsst ihr halt. Oh Gott, ist das ekelhaft. Boah, nee, Alter, hier hängt wirklich wieder an der Decke. Hä? Guck mal, da hängt auch schon wieder eine. Ich will hier rauf, Leute, ich kann das nicht. Ja, das ist eklig, ne? Aber wir haben uns ja auch ein Hobby dafür ausgesucht. Ja, aber... Da ist noch ein riesiger Trockner. Na komm, dann lass uns raus. Wir müssen sowieso sehen, weil ich gerade bin hier momentan zur Kur. Ich muss zurück. Wir müssen hier hoch. Nee, wir können hier auch durch. Oh, da sitzt auch noch eine. Und dann lass uns oben wieder wo. Das ist aber. Das ist auch eine Nosferatu-Spinne. Dafür, dass du eine Spinnenphobie hast, hast du ganz schön viel. Oh, da oben. Das sind Nosferatu. Siehst du dieses gelbe Zeichen da auf dem Rücken? Ja. Unsere sind schwarz. Tief schwarz. Das ist wirklich furchtbar eklig. Was waren das für ekelhafte Spinnen? Boah, Leute, da juckt's mich jetzt immer noch und krabbelt's überall. Ja, Spinnen sind nicht gerade unsere besten Freunde. Gehören dazu. Kleine Spinnen sind okay, aber so große. Boah, nee, da am liebsten Staubsauger und einsaugen. Genau. Gehört zum Hobby dazu, da müssen wir durch, aber das ist nicht schlimm, auch das kriegen wir hin. Richtig, das war auf jeden Fall trotzdem, ja, eine sehr zerkloppte Location, aber eine spannende Action, dorthin zu kommen. Es war dunkel, es war gruselig, hat auf jeden Fall auch was gehabt, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Und ja, nach dem Abenteuer ging es für uns zurück ins Hotel und am nächsten Tag weiter auf eine spannende Tour. Das Video. Was folgenden Freitag. Folgenden Freitag? Ja. Nächsten Freitag. Ja, folgenden Freitag. Nächsten Freitag um 18 Uhr. Auch wieder mit dem lieben Chris vom Elbkörper TV. Wir haben uns ein verlassenes Sexkino angeschaut. Seid gespannt. Es wird richtig interessant. Bis dahin, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und FSK 18. Auf jeden Fall. Wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst das Abonnieren nicht und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Adventure Lovers SH.